der Tag der Tour. Ja, ich bin so um 8:30 am Campingplatz gestartet. Da war recht ordentlich. Die sanitären Anlagen, war alles sauber, war alles okay. Schön war, dass ein Schwimmbad dabei war. Noch schöner war, dass ich das Schwimmbad für mich alleine hatte. Ich konnte mir quasi aussuchen, welchen der Becken ich schwimmen wollte. Ja, war ganz ordentlich. Hat mir ganz gut gefallen. Komoot wollte mich im Ort eben wieder einen relativ steilen Anstieg hochschicken. Ja, ich versuche das gerade zum Fahren auf der Straße hier. Das war jetzt keine Hauptverbindungsstraße, aber ja, doch einigermaßen Verkehr. Das nervt natürlich irgendwann. Also es wird auch hier etwas hochgehen, oder es geht. Es geht schon hoch, aber ich hoffe nicht allzu stark. Also ein richtiger Nachteil ist, dass der Eurovelo 7 nicht durchgängig beschildert ist. Es gibt immer wieder mal Hinweiszeichen, aber halt nicht durchgängig. Und ja, man muss eigentlich nach Navi fahren oder nach GPX-Daten. Da bin ich mir bei Komoot einfach nicht sicher, wie Komoot seine Route festlegt. Gefühlsmäßig schickt Komoot einen eher über den Berg als außenrum, auch wenn es dann ein paar Meter mehr sind. Und ja, bei der Hitze, wir haben jetzt eigentlich fast jeden Tag zwischen 30 und 35 Grad gehabt. Mache ich lieber ein paar Meter mehr und von außen rum, wie über den Berg. Das heißt, Komoot muss ich gerade an jeder Abzweigung hinterfragen und gucken, ob es eine Alternativroute gibt. Ja, Komoot hat es angezeigt. Jetzt geht es eine Serpentinenstraße hoch. Ich bin zwar schon auf 300 Meter, aber gehe wohl noch höher. Jetzt werden Höhenmeter gemacht. Ich bin schon auf 370 Meter. Es geht noch weiter hoch. So, ich bin oben auf 400 Meter. Es geht da noch weiter hoch in den Ort rein, aber da muss ich nicht hochfahren. Ich fahre jetzt hier wieder runter Richtung Arezzo. Ja, es geht abwärts. Also Helm aufziehen. Ja, es war jetzt okay. Ging noch gut zu fahren. Trotzdem anstrengend.
der Ort vor mir heißt Monte San Savino. Ja, ich weiß nicht, ob ich auf dem Monte hochfahren muss. Vielleicht fahre ich nur dran vorbei, aber sieht schön aus. Ich war jetzt eben noch beim Supermarkt, habe mir ein Baguette gekauft, ein bisschen Käse, ein paar Nektarinen, Aprikosen, Getränke. Ja, ich habe heute Morgen noch nicht so viel gegessen. Ich bin jetzt hier bei 30 Kilometer. Suche mir jetzt hier ein schattiges Plätzchen, dann werde ich Pause machen. So, da vorne wartet der nächste Anstieg, aber ich glaube, die ganz großen Berge und Hügel, ich glaube, die habe ich schon hinter mir, also alles kein Problem. Thank you.
hier bei Kilometer 55. Ich bin jetzt hier in der Region von Montepulciano. Die Stadt selber sind noch ungefähr 14 Kilometer, aber ich glaube, ich fahr dran vorbei. Ja, ich hoffe zumindest, dass ich dran vorbeifahre, weil Montepulciano, da steckt das Wort Monte drin. Und Monte ist nicht gut. Monte bedeutet immer Höhenmeter. Ich glaube, das da oben, das könnte Montepulciano sein. Ja, aber wie erhofft, seht ihr das hinter den Strommasten jetzt? Oben auf dem Berg. Ja, wie erhofft, fahre ich dran vorbei. Ja, die letzten 20, 25 Kilometer war alles eben. Ich bin sehr gut vorwärts gekommen. Konnte hier so ja, 22, 23, manchmal auch 25, 26 Kilometer pro Stunde fahren. Je nach Straßenbelag. Ja, jetzt kommt ein 3 Kilometer langer Anstieg. Ich weiß nicht, wie hoch es wird. Ich bin jetzt hier schon bei 250 Meter, aber gut, noch ist fahrbar. Es ist zwar warm, aber nicht ganz so heiß, keine 32 Grad. Schauen wir mal. Ich bin oben auf 320 Meter ging es hoch. Jetzt geht es wieder abwärts. Der Weg ist wieder deutlich schlechter geworden. Hier wird Material und Mensch wieder gefordert. Das ist immer so eine Sache, wenn man die Straße verlässt. Zuerst ist es gut und dann wird es immer schlechter. Aber das weiß man vorher nicht. Ja, und immer wieder Eidechsen, die hier vor mir über den Weg huschen. Alle möglichen Farben und Größen, groß, klein, schwarz, grün, braune, alles dabei.
So geschafft, vorerst. Ich habe wieder Asphalt unter den Rädern. Ja, ich bin schon im nächsten Anstieg. Es geht also immer wieder mal rauf und runter. Ganz schön anstrengend. Aber irgendwo müssen ja die 1500 Höhenmeter herkommen, die noch bis rum fehlen. Wird also bis rum auch so bleiben. Heute Mittag war mal ein Abschnitt dabei. Über, ich sag mal so 30 Kilometer. Alles flach, schön eben. Bin ich super vorwärts gekommen. Ich bin jetzt auch schon bei knapp 100 Kilometer, aber jetzt geht es wieder aufwärts. Oh. Ja, da oben, da geht es wohl rauf. Noch ein ganz schönes Stück. Ungefähr 2 Kilometer geht es noch richtig hoch jetzt. Ich bin jetzt hier auf 400 Meter und Komoot sagt mir aber, dass ich noch lange nicht oben bin. Ich bin nachher bestimmt auf über 500 Höhenmeter. Ja, ich bin ja auf 470 Meter, aber noch lange nicht oben. Es geht noch weiter hoch. Ja, die Autobahn verläuft unten schön im Tal. Alle anderen müssen hier hoch. Ich habe sogar mal die GPX-Daten gecheckt, also auch die offizielle Route hier. Diesmal keine Spinnerei von Komoot. Ist der richtige Weg hier. Weiter geht's. So, ich bin oben. 574 Meter. So, ich glaube, ab jetzt geht es nur abwärts. Hoffe ich zumindest. Zumindest heute. So, hier könnte ich auch zelten. Agriturismo Walden. 1,8 Kilometer. Ja, wir haben halb vier. Ich glaube, ich fahre einfach noch weiter. Die gibt es relativ häufig, ja, diese Agritourismen. Da werde ich bestimmt was finden, wenn ich sogar einen Campingplatz.
So, es war jetzt eben eine extrem lange Abfahrt, über 10 Kilometer. Ich habe ja fast 400 Höhenmeter vernichtet. Also da hochzufahren macht bestimmt auch keinen Spaß. Ja, für mich geht es auch wieder hoch. Komoot zeigt mir schon an, ich hoffe nicht allzu sehr. Bin jetzt hier bei 114 Kilometer, über 1000 Höhenmeter, also ja, so langsam reicht es mir dann auch. Ich habe jetzt mal geschaut, ich stehe jetzt hier in Orvieto oder kurz davor. Ja, der nächste Campingplatz, der kommt hier in Bashi, sind noch 14 Kilometer. Ja, ich bin bei 120, dann wäre ich so bei 135, das passt. Peile ich jetzt mal an. Ja, links von mir liegt jetzt der Stausee. Zum Campingplatz geht es irgendwann rechts ab. Geht noch mal ein bisschen den Berg hoch. Ich hoffe nicht allzu viel, weil mir reicht's. Wir haben kurz nach 6. Ja, noch 4 Kilometer. Oh, ich bin froh, wenn ich da bin. Ja, es kam gar kein Auto, da konnte ich mal ein bisschen kreuz und quer über die Fahrbahn fahren hier. So, dann sagt das Navi, in 2 Kilometer geht es rechts ab. Also von mir aus. Hauptsache, ich bin bald da und es geht nicht mehr allzu weit hoch. Also der Campingplatz liegt oben am Berg. Ich habe es befürchtet, geht richtig hoch. Ich bin wieder auf 250 Meter, ich weiß gar nicht, wie weit noch, wie hoch ich muss. Also zwei Sachen, ab dem Apennin eine super schwere Tour, die Apennin selber war die Hölle, darüber zu fahren, richtig anstrengend, und danach ab Florenz, geht ständig rauf und runter, mal 200, mal 300 Meter, mal sogar 500 Meter hoch, wieder runter, super anstrengend, super schwere Tour. Dann gibt es keine Radwege mehr, denn da sind es nur nicht befahrbare Feldwege. Man muss alles auf Straße fahren, im Verkehr. Und es gibt super wenig Campingplätze. Ich glaube, man tut gut daran, ja, an diesen Agriturismo-Standorten zu übernachten. Ich glaube, das kostet auch nicht viel. Und ja, schläft in einem Bett, muss doch nicht mal sein Zelt aufbauen. Also Camping ist hier nicht groß angesagt. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt bald oben bin. Ja, schon wieder 20 nach 6 und ich fahre nur bergauf hier. Mann, nur bergauf.
Das Navi zeigt an, noch 3 Kilometer. Ich kann noch nicht noch 3 Kilometer in den Berg hochfahren, Mensch. Ich glaube, die haben echt einen Vogel. Gibt's doch nicht sowas. Mann! Unglaublich, ja. Unglaublich. Echt. Ja, da unten liegt der Stausee. Und wahrscheinlich geht es noch ein bisschen in den Ort da hoch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall echt Hammer, ey. Und das am Ende vom Tag, ey. Boah, ey. Hilft nichts. Weiter geht's. So, ich komme an. Gott sei Dank, ey. Ich bin jetzt hier bestimmt 350 Meter hochgefahren. Ich glaube, sowas Verrücktes habe ich noch nie für einen Campingplatz gemacht. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hey, ich glaube, da hätte ich mir was anderes überlegt. Ah ja, Gott. Also, wo ist jetzt dieser Campingplatz? Oh. Also, um den ganzen eins draufzusetzen, eben habe ich noch gesagt, ich fahre bestimmt zu dieser Stadt hoch. Ja, das stimmt schon. Ich fahre noch höher. Also jetzt bin ich auf Augenhöhe und es geht noch weiter hoch. Ah. Wahnsinn, ey. Ich bin auf über 500 Meter Höhe hier. Ich glaube, das war noch der schwerste Anstieg des Tages. Ey. Und das ist ausreichend für einen Campingplatz. Nee. Ja, es ist ein recht schöner Campingplatz hier. Überall stehen Olivenbäume und ja, ich werde es hier mein Zelt aufstellen. Und natürlich, das konnte ich mir jetzt nicht vergreifen, nach diesem Anstieg gibt es auch ein Aufbaubier. So, ich bin frisch geduscht, also ich kann nicht sagen, spätestens mit der Dusche sind alle Anstrengungen vergessen. Ich bin froh hier zu sein, es ist eine wunderschöne Campingplatzanlage, so ein bisschen terrassenförmig aufgebaut unter vielen Olivenbäumen hier. Ja, gefällt mir sehr gut. Ich mache mir gerade mein Nudelwasser heiß. Es gibt heute nochmal Penne mit Pesto, der Rest von gestern. Und ja, ich habe sogar Antipasti, nämlich Baguette von heute Morgen mit Käse. Und eine Flasche Wein oder zumindest ein Teil davon. Also ihr seht, mir geht es richtig gut. Ich habe sogar noch Nachtisch. Ich hatte mir heute Morgen im Supermarkt solche Kekse mit so Marmeladenfüllung gekauft. Schmecken super. Habe ich heute schon den ganzen Tag über gefuttert.
aber zwei, drei habe ich noch, die gibt es im Nachtisch. Ja, also hier hoch waren es bestimmt nochmal 350 Höhenmeter. Richtig anstrengend. Ich glaube, wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich mir irgendwas anderes überlegt. Aber ich kann mich nur wiederholen, es ist kein Vergleich gewesen zu vorgestern. Der Weg durch die Apenninen, das war echt die Hölle. Das wird ja, für lange, lange Zeit mein Maßstab bleiben. Ich hoffe, für immer. Und ja, es waren nur trotzdem 140 Kilometer, über 1400 Höhenmeter, also doch einiges. Ja, morgen geht es weiter Richtung Rom. Das dürften jetzt noch so ungefähr 125, vielleicht 130 Kilometer sein. Höhenmeter schätze ich auch nochmal so ungefähr 1000 Höhenmeter. Sollte ich also morgen schaffen. Ich werde morgen aber nicht mehr nach Rom reinfahren, sondern ich gucke mal, ob ich dort irgendwo einen Campingplatz vor Rom finde und den werde ich dann anpeilen. Ja, ich werde jetzt essen und ja, angemeldet bin ich schon. Bezahlen wir sie noch, das werde ich auch noch machen. Und dann werde ich früh schlafen gehen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich eine gute Nacht. Bis morgen.